Mein Name ist Monisha Kaltenborn und ich bin die CEO der Racing Unleashed Gruppe. Also ich bin in Indien geboren, in einer Stadt namens Dehradun. Und mit 8 Jahren bin ich dann nach Wien gekommen mit meinen Eltern, habe dort die Schule besucht und bin dann nach dem Grundstudium für ein Masters nach England gegangen, nach London an die London School of Economics. Das Einzige, wo ich selber mit Motorsport etwas Berührung hatte, keine Erfahrung, war, als ich meiner Mutter immer angedroht hatte, ich würde Rallye-Fahrerin werden wollen. Das war für sie ein Albtraum, das war aber auch nur eine Androhung, mehr war es nicht. Ich bin 1998 zum Team gestoßen. Das war aber Spannendes für mich. Ich kannte ja eigentlich die Arbeit und dachte, schauen wir mal, wie lange wir das machen. Und 2001 kam ich dann schon in die Geschäftsleitung und blieb eigentlich in all den Jahren, die dann gefolgt sind, mit all den Änderungen, die kamen. Aber in der Zeit haben wir eigentlich sehr viel erreicht, vor allem in dem Joint Venture. Wir waren in der Schweiz wie das Nationalteam, aber in Malaysia auch. Und das war eine sehr schöne Zeit. Mit BMW haben wir diesen Schritt und diesen Anschluss geschafft an die moderne Formel 1. Ende dieses Jahres, als BMW ausstieg, wurde ich dann CEO. Und die erste Reaktion, die war die erste Frau, die Teamchefin wird, das ist der Punkt, den wir gar nicht bedacht haben. Ja, die letzten Jahre, als ich noch da war, waren natürlich sehr schwierige Jahre. Meine Ansage war immer, unter uns, sprich also Herrn Sauber und mir, wird dieses Unternehmen nicht untergehen. Und dann weiß man natürlich, dass man irgendwann nicht mehr zusammenarbeitet. Denn ich hatte doch meine Vorstellungen, meine Ideen mit der Erfahrung, die ich habe. Und so waren wir uns nicht mehr einig über die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Und da muss man dann den Schlussstrich ziehen. Meines Erachtens hat dieser Markt ein sehr großes Potenzial. Das sehen wir ja schon an den Zahlen, die es jetzt gibt, wie in den letzten Jahren der Markt gewachsen ist. Die Zuschauer werden immer mehr und genau in diesem Markt können wir uns platzieren und bieten noch dazu eine fast einzigartige Kombination zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Der Markt selber hat ja 3 Kernbereiche. Das eine ist dieses sogenannte Fan-Engagement, der Fan, der zuschaut, Fan, der Merchandise kauft oder Fan, der Endkunde ist bei Produkten. Es geht immer, den mit einzubinden, denn er sitzt ja selber drin im Simulator, macht seine eigenen Erfahrungen. Der zweite große Vorteil von E-Sports ist die ganze Medienvielfalt und vor allem die Social-Media-Kanäle, die Streaming-Kanäle bieten viel mehr Flexibilität. Und damit gepaart ist generell die Möglichkeit, auch an der Live-Coverage teilzunehmen. Das heißt, der Simulator, die Challenge, die Übertragung der Challenge, wo wir immer mehr Möglichkeiten eröffnen wollen, dass der Fan sich aktiv einbringen kann. Also, es geht dann um den Aufbau der Challenge, die eine globale Serie mal werden soll, wo eigentlich alle mitmachen können und man nur auf sein Talent angewiesen ist. Das Ziel ist, die Challenge größer zu machen, noch mehr Lounges miteinander zu verlinken, gleichzeitig aber bis zu einem gewissen Punkt das alles auch online anzubieten. Man muss vielleicht ein bisschen den Menschen auch die Angst nehmen, dass sie sich nicht blamieren, weil viele denken sich ja, ich komme lieber nicht in die Lounge, denn wenn Leute mich fahren sehen, blamiere ich mich. Und genau die Angst muss man den Leuten nehmen. Es besteht ja auch kein Grund dafür. Wir arbeiten dann auch an einem sogenannten G-Seat. Das heißt, jetzt können ja schon Fliehkräfte simuliert werden über die Gurte. Das wird aber dann auch in den Sitz integriert werden. Das ist eins unserer Projekte. Und was natürlich konstante Entwicklung ist, ist im Softwarebereich. Noch besser das Gefühl wiederzugeben, noch mehr Applikationen zu haben, noch mehr Verwertungen eigentlich zuzulassen der Daten, die man generiert. Aber wir sind in der Phase jetzt noch, wo wir Talente suchen, ein paar schon entdeckt haben und sie beginnen aufzubauen. Das heißt, wir bieten denen wirklich die Möglichkeit, dass sie sich bei uns weiterentwickeln
wachsen und dann auch eine entsprechend große Bühne kriegen, wo sie sich präsentieren können. Und da sehe ich es immer als meine Aufgabe, auch in der virtuellen Welt junge, talentierte Mädchen in diesen Sport zu bringen, ihnen die Chance und die Möglichkeit zu geben. Und da freut es mich auch sehr, dass wir da eine junge Dame, die sehr sportlich ist, die ich auch für talentiert erachte, nämlich Tina Hausmann, unterstützen können. Nebst dem, dass wir selber unsere Lounges etabliert haben, in der Schweiz sind es jetzt 3. Wir werden Mitte Oktober eine in München haben. Wir haben eine in Madrid bereits, die läuft. Das heißt, jeder soll die Möglichkeit haben, nicht zu weit reisen zu müssen, um im Simulator drin zu sitzen. Im Idealfall finden dann Challenges statt, wo jemand, der dann die Bestzeit hingelegt hat und in ein Finale kommt, ich sage jetzt mal irgendwo in Deutschland sitzen kann, aber hier in der Schweiz gegen jemanden oder in Madrid fährt. Und das ist natürlich was Einzigartiges.